Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg. Zockt. So, die Einfahrt nach Uppsala haben wir schon. Da müssen wir noch nach Zürich zurück. Jetzt habe ich aber gerade das Schiffchen gesehen, guck mal. Möchte hier irgendjemand freiwillig mitfahren? Mein Gott, was für eine Gott, wie sagt man denn im alten Schiff? Eine Flunder? Nee, eine Kaschemme? Nö, irgendwie, aber nein, einsteigen? Nein. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz schnell. Haben wir denn da keinen Fahrzeugersatz? Oh, nö, haben wir nicht. Gut, warum nicht noch schnell einen Fahrzeugersatz, Mann? Was bist du denn ursprünglich für ein Schiff? Ist eigentlich egal, weil hier auf der Linie... Ja, jetzt weiß ich auch, warum die keinen Fahrzeugersatz haben. Jetzt müssen wir das Ganze wieder auf ein Schiff reduzieren. Hier fahren natürlich ein paar Schiffe. Da kommt dieses, hier haben wir jenes. Naja gut, dann machen wir dich. Ja, ist zwar schade, dann haben wir halt irgendwie tatsächlich nur noch dieses eine Schiff. Aber mein Gott, immerhin haben wir noch ein Schiff, wo auch jemand mitfährt. Wie sieht es denn bei dir aus? Das ist eigentlich... Ja, nee, auch nicht. Wollte gerade sagen, das ist eigentlich okay, aber naja, okay, gut. Weg von den Schiffen, hin zu den Zügen. Gab noch ein paar Kommentare von wegen, dass irgendwo auf der Strecke, glaube ich, wieder noch irgendwie ein Gleis oder so fehlt. Das tut mir leid. Aber das regulieren wir, wenn wir die Signale setzen. Wir müssen sowieso die ganze Strecke nochmal kurz überfliegen, um die Signale zu setzen. Und dann sehen wir, wenn irgendwo was fehlt. Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind von hier hinten gekommen, genau. Düsen hier über diese Brücke rüber. Hier haben wir noch ein bisschen Dingens. Genau, Damm. Da fällt mir ein, da gab es einen guten Kommentar. Bei Brücken, habe ich doch gesagt, oder man hat ja auch gesehen, wenn wir da einen Damm machen, dann haben wir diese, ja, diese Löcher auf der Seite. Und das kommt wahrscheinlich daher, dass die gedacht sind für den Gehsteig. Es gibt ja Brücken, die haben einen Gehsteig, also ein Trottoir heißt das auf Schweizerdeutsch. Und dass das dann irgendwie ausgespart wird. Das ist natürlich ein bisschen, ja, sagen wir mal Mumpe. Aber es ist halt, wie es ist. Könnte eine Erklärung sein, danke dafür. Okay, wir schnappen uns ein Gleis, denn ich würde ganz gerne nach Uppsala, was haben wir denn nach Uppsala noch? Kopenhagen. Also wenn wir jetzt nicht völlig hier irgendwie versanden, dann müsste es eigentlich zu machen sein, dass wir die Strecke zumindest fertig kriegen und dann vielleicht je nachdem sogar die Züge noch kaufen können. Sollen wir hier andocken? Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Hier können wir eigentlich dem Gleis folgen. Die Frage ist, ob wir bei diesem kurvigen Gebäude hier unser Tempo haben. Wie gesagt, 200 wäre das Ziel. So, mal gucken. Auch wenn, ich weiß, der Diesel-ICE, da gab es auch ein paar Kommentare und Diskussionen fast schon. Der fährt nur 160. Also, aber wir bauen jetzt trotzdem mal für die 200. Auch wenn wir Schwierigkeiten haben werden, hier ein Elektro, also den elektrischen ICE, den Benziner, den elektrischen ICE zu installieren, weil wir haben da in beim Gütermoloch kein Strom. Naja, wir schauen. Also die Idee war ja schon, den Diesel zu nehmen und dann möchte ich eigentlich auch bei der Idee bleiben. Jetzt gucke ich mal, wie das hier aussieht. Das würde alles passen. Aber ich glaube, hier werden wir keine 200 oder 160 mehr haben. Doch, haben wir. Ja, dann folgen wir. Okay, wir folgen hier der Dampflok. Ist ja auch ein schönes Bild. So, und das Schiffchen dort unten, das arme, das wird dann hoffentlich ersetzt, sobald es im Hafen ankommt. Da haben wir das zweite Gleis. Hier die Straße dann wieder zurückgeben. Das muss ich mir auch merken. Das ist auch immer irgendwie so eine Achillesferse. Achilles, was sagt man dem denn? Jetzt geht's los. schon eine Achillesferse, sagt man, glaube ich. Also halt das, was ich dauernd vergesse. Weil man ist dann irgendwie hier vorne, baut, hat Freude. Oh, das klappt. Oh, das sieht cool aus. Ja, und dann vergisst man halt, dass da hinten eigentlich noch eine Straße wäre. Wie sieht's hier aus? Das kann man alles tatsächlich mit 200 machen. Das Problem ist, wir müssen hier natürlich irgendwann die Höhe haben. Moment, das mache ich mal anders. Von hierher kommend. So, hier runter. Und dann andocken. Ich hoffe mal, das reicht vom Platz her, den wir haben. Ist doch ein bisschen Weg, man sieht's. Ja, da kann ich irgendwie nicht ran. Vielleicht schon wieder zu weit gebaut. Da muss ich vielleicht nochmal kurz korrigieren. Jetzt ist halt die Gretchenfrage, ob das cool ist hier mit der Brücke. Die Alternative würde nicht funktionieren. Ich gucke nur. Keine Angst, ich baue jetzt nicht schon wieder einen Damm. Ich gucke. Gefällt mir. Irgendwie gefällt mir. Hab fast die gleiche Farbe hier wie das Depot. Das ist doch cool, weil das ist doof hier, diese Brücke so ewig weit. Ich mache hier einen Damm. Aber das hilft natürlich dahingehend nicht, dass wir hier unten irgendwie reinkommen müssen. Und wenn ich das jetzt so baue, haben wir hier so einen Schlenker drin, der uns massiv Tempo kostet. Ja, man könnte natürlich jetzt wieder sagen, es ist Bahnhofsbereich. Wenn das unbedingt gesagt werden muss, warum das so ist. Weil ich komme hier. Wenn ich das so mache, ne, da komme ich in die Gleise ran. Ich kann es ja ein bisschen kürzer bauen. Ich baue es mal ein bisschen kürzer. Möglichst ans Gleis ran und gucke dann, ob ich das in verschiedenen Schritten machen kann.
Hier wäre es okay, denke ich. Ja, nehmen wir mal. Okay, würde passen. Ich lasse das zweite Gleis mal. Und jetzt müssen wir hier halt irgendwie hierher zurück. Und jetzt bin ich gespannt, was wir da an Tempo haben. Also gehen wird 112. Ja, ist eher langsam. Aber dafür funktioniert es. Das ist halt der Punkt. Ich würde das so lassen. Weil wir bauen nicht eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, was halt wirklich schade ist, wenn man natürlich die 300 km/h verliert, weil irgendwo eine Kurve so gebaut ist. Komme ich da nicht rein? Wo immer eine Kurve so gebaut ist. Hallo? Ja, dass es eben nicht funktioniert. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir hier... Kann ich das nicht mal mehr abreißen? Ach du grüne Neune. Okay, wir müssen... Hä? Hier geht's. Okay, ich nehme das alles nochmal weg. Nee, nehme ich nicht. Jetzt habe ich das Gleis da runter gekillt. Halt! Man lasse mich kurz die Pause drücken. Jetzt geht's. Okay, jetzt kriege ich aber unten das Gleis wahrscheinlich nicht mehr hin. Ach, da ist ein Pfeiler im Weg. Okay, da hat die Brücke aber... Hä? Wie kann man denn die Brücke bauen? Wo war denn das Gleis vorher? Wisst ihr, wie ich meine? Hä? Ist ja ganz merkwürdig. Moment, wir kappen das hier alles nochmal. Weil da unten brauchen wir natürlich das Gleis. Wo ist mein Abrissdingens? Mein Abrissunternehmen? Also nehmen wir das nochmal weg und dann muss halt die Brücke dann irgendwie neu berechnet werden. Also das ist ein Gleis alter Bauart, tatsächlich mit Strom. So, das war schon mal kein Problem. Dann können wir es nämlich wieder laufen lassen. Und jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir das Teil jetzt hier rein. Ist das das richtige Dingens? Ja, aber okay, das ist das falsche Gleis. Moment, wir müssen mit dem Teil hier raus. Na, das funktioniert ja auch. Ja, eben. Wenn es halt neu berechnet werden muss, ganz klar, dann können sie gucken, wie sie das mit den Pfeilern machen. Jetzt nehme ich hier doch mal noch das zweite Gleis schon mit. Ganz einfach, damit wir es haben, damit wir dort vorne dann nicht noch das Ganze falsch bauen. Bis wohin muss ich? Ja, das ist in Ordnung. Okay, du folgst. Und gehst, zack, hier oben rein. Aber das funktioniert dann natürlich nicht mit dem Damm. Da müssen wir schnell gucken, das wäre diese Brücke. Ja. So, jetzt wenn es... ja, es geht. Ich wollte gerade sagen, wenn wir ein bisschen Glück haben, tatsächlich, dann werden hier die Pfeiler eben vernünftig berechnet. Jetzt geht das nicht mehr. Moment. Jetzt. Man muss es noch richtig erwischen, natürlich. Jawohl, passt. So, also, hier lang, hier rein, hier am Depot im Prinzip vorbei, auf die Brücke rauf, dann geht das hier vorne. Da ist schon der andere ICE unterwegs. Das ist zwar kein ICE, das müsste ein Shinkansen sein. Jawohl, sehr schön. Muss warten. Das ist auch richtig, weil da kommt jemand. Also hier rein. Dann geht das hier in die Gleise rein. Und hier vorne müssen wir halt ein bisschen aufräumen. Denn jetzt müssen wir von hier, von Uppsala, noch nach Kopenhagen. Das ist... Ja, ist genau in die andere Richtung. Deswegen habe ich das, als ich das letzte Mal gesucht habe, nicht gefunden. Da oben, das ist nämlich nicht weit. Es ist nur in die falsche Richtung. Wie machen wir das denn jetzt? Ich glaube, ich hatte als Idee bereits geäußert, dass wir irgendwie hier rüber gehen. Was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, dann hätten wir ja nicht die ganzen Brücken im Weg. Dass wir das so machen, dass wir in die Richtung gehen. Dann könnten wir hier nämlich tatsächlich noch ein bisschen durchs Dörfchen durch. Oder durchs Städtchen. Hier vielleicht sogar unten durch. Hier oben dieses Herrenhaus. Gefällt mir gut. Hier raus und hier müssen wir sowieso wieder auf eine Brücke. Die Frage ist dann, was machen wir hier hinten? Nochmal eine Brücke hier rüber? Oder was ist das für eine Strecke? Da haben wir nämlich schon eine Strecke, die nach Kopenhagen düst. Ja, das ist unsere Schnellzugstrecke. Dann haben wir hier halt eine Alternative. Das ist dann, wie soll ich sagen, vielleicht ist halt der Schnellzug sowieso viel teurer. Dann sind die Leute ganz froh, wenn man hier auch irgendwie noch mit einem günstigeren Diesel-IC rumdüsen kann. Ich würde das so machen. Die Alternative hier in die Richtung. Naja, hier ist nichts, da hinten ist nichts. Das ist viel schöner hier durch die Stadt durch. Okay, gehen wir das mal an. Da habe ich jetzt wieder irgendwo noch was vergessen. Die Straße. Ich sag's noch. Okay, das ist natürlich eine relativ einfache Geschichte. Entweder machen wir eine Unterführung oder wir gucken mal, wie sieht das aus mit einer Brücke. Welche Sträßchen waren sie gleich nochmal? Nein, ja. Gehen wir da rein. Dann mal kurz mit M. Das wäre die Brücke, beziehungsweise das hier. Jetzt kann ich ja eh mal gucken. Nee, ein Darm geht ja hier nicht. Aber das ist genau hier. Diese Brücke. Hier ist es ohne Fußgänger und dann gibt es irgendwie, wenn man einen Damm macht, wahrscheinlich ein Loch. Das kann tatsächlich sein. Das ist aber so eine Art Autobahnbrücke. Die passt hier definitiv nicht mit dem Feldweg. Vielleicht sogar Holz. Ja, warum nicht? Ich bin irgendwie nicht so Fan von dieser Holzbrücke. Ich weiß nicht mal genau, warum.
Irgendwas gefällt mir an der nicht. Ich glaube, die Pfeiler. Irgendwie müssen diese Pfeiler auch aus Holz sein. Ja, das ist Stein. Ja, machen wir die, dann haben wir die auch mal noch. Sonst haben wir die nirgends auf der Anlage. Okay, passt. Straße zurückgegeben. Wir düsen wieder nach Uppsala rein. Und jetzt schauen wir. Oh, schönes Bild hier mit dem Hybrid. Cool, fahren wir mal ein ruhiges Bild. Ich glaube, kann es sein, dass ich heute irgendwie viel zu schnell rumdingsel? Vor lauter hier gucken, da gucken und da oben noch gucken? Dann sorry. Also, hier raus. Stimmt das? Ja, hier rein. Hier raus. Da müssen wir irgendwie da lang. Ja, da müssen wir jetzt halt mal kurz in den sauren Apfel beißen und den hier die ganze Industrie wegklopfen. Jetzt machen wir Pause, weil die stellen gleich wieder was hin. So, da kommen wir halt nicht dran vorbei. Gut, irgendwie so hier raus. Bauen wir mal. Und dann kommen wir dann eh relativ schnell in eine relativ coole Kurve rein, die irgendwie... Ne, ich muss das andere Gleis haben. Die hier irgendwie in die Stadt reingeht. Irgendwie so. Muss ich dafür echt hier die Stadt nochmal wegklopfen. Ich möchte nachher schlussendlich tatsächlich hier irgendwie die Straße wegnehmen und da unter diesem Haus durch. Ja, hilft nichts, da müssen die Straßen weg. Okay, Wacko. Weiß auch nicht, ich mach das irgendwie einfach nicht gerne, dass ich hier ganze Stadtteile demoliere. Aber ja, manchmal geht's halt einfach nicht anders. Hier unten durch könnte man natürlich auch mit Schwung in die Richtung. Dann hab ich die jetzt umsonst hier obdachlos gemacht. Das ist natürlich bitter. Aber, ja, sonst gehen wir. Ich guck mal schnell. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Irgendwie hier unter der Brücke durch und dann zu einer Kurve ansetzen. Da wäre nur auch wieder dahin zurückgekommen. Das ist jetzt im Prinzip der nähere Weg. Der wäre so. Das hat aber schon auch was. Ich baue das. Okay, dann haben wir dort noch einen Bahnübergang. Das ist in Ordnung. Was wird da geliefert? Ja, das ist nicht in der Stadt drin. Gefällt mir nicht. Wir können ja mal wieder hier hinten gucken, was wir hier alles Schönes haben. Irgendwie sowas. Sowas Altes. Ja, nett. Gefällt mir. Okay, wir schnappen uns wieder das Gleis. Düsen in die Richtung und dann kommen wir hier nämlich langsam in Richtung von diesem Haus. Machen wir das mal so. Bagger, das muss weg. Kommen wir hier unter die Erde. Jawohl, kommen wir und da kommen wir wieder raus. Na, das hat doch was. Oh, die wohnen aber cool. Die können jeden Tag aus dem Fenster gucken und sehen hier den IC durch. Düsen. Nehme ich mal. Portal. Ja, wenn wir in der Stadt drin sind, wäre vielleicht irgendwie sowas in der Richtung schon besser. Das ist zwar cool, dieses Schnellzugding. Ja, das hat halt was extrem Modernes. Ja, Was passt denn zu diesem Häuschen? Da wäre vielleicht sogar sowas irgendwie gar nicht schlecht. Irgendwas Markantes. Wisst ihr was? Ich nehme das Teil hier. Okay, da hinten haben wir es dann auch. Da müssen wir mal gucken, wie machen wir das genau. Wobei, das sollte eigentlich das Spiel dann gucken. Wie kommen wir dort wieder weg? Also hier zweigleisig unten durch. Bis hierhin. Jetzt können wir mal schnell gucken. Hat doch was hier mit diesem Häuschen da oben. Also mir gefällt das. Jetzt würde ich aber sogar die Straße nochmal kurz schnappen hier. Und gucken, dass wir irgendwie dort rüberkommen. Vielleicht tatsächlich auch mit einer kleinen Brücke. Mal M bemühen. Ja, wie das jetzt aussieht. Nee, das ist mir irgendwie fast zu steil. Das muss irgendwie anders funktionieren. Aber ich kann das halt nicht kappen. Dann sind nochmal zwei Häuser weg. Dann... Am Schluss jagen sie uns mit Pauken und Trompeten aus der Stadt raus, weil wir hier die halbe Stadt demolieren. Das möchte ich natürlich auch nicht. Wenn wir das mit einer Kurve angehen, kriegen wir dann nicht eine schönere Brücke hin? Ja, naja. Irgendwie macht die hier einfach komische Sachen. Gefällt mir nicht. Möchte ich nochmal ein bisschen ziehen? Ja, das gefällt mir eigentlich fast schon besser. Das ist so eine richtige Killerbrücke. Irgendwie so... Ja, machen wir. Macht nicht viel Sinn, weil eigentlich müssen wir hier rein. Ist aber egal. Wir können die natürlich auch nach da unten ziehen. Ich baue die mal. Ja, das Feld ist egal. Das könnt ihr wegnehmen. Okay. Boah, hier markant mit Fels. Ja, das gibt doch ein schönes Bild. Wenn hier ein Zug daher kommt, guck mal. Gefällt mir gut. Hier rüber, dann geht hier die Schranke runter. Und hier noch diese massive Brücke. Perfekt. Und das können wir ja eigentlich auch noch verbinden. Wenn wir hier irgendwie rausgehen... Dann hier rauf, dann kommen wir dort wieder rein. Dann sind die beiden verbunden. Dann können sie hier an der Straße eben wieder Häuschen hinstellen, genauso wie sie lustig sind. Gut, passt. Und jetzt hier. Okay, da haben wir...
Ja, das wird interessant, wobei das wird einfach abgetragen. Also das sollte kein Problem sein, jawohl. Hier auf eine Brücke rauf, ist auch kein Problem. Und hier hinten? Nochmal mit einer Brücke rüber. Ich muss hier die Höhe verstellen. Und hier muss ich ein bisschen auf die Schiffchen aufpassen. Also so geht schon mal überhaupt nicht. So auch nicht, weil es viel zu viele Pfeiler hier in den Boden reinhaut. Kann man das so bauen ohne Pfeiler? In die Richtung. Okay, oder vielleicht sogar in die. Das würde auch gehen. Wir sind nur viel zu hoch. Das gefällt mir tatsächlich überhaupt nicht. Das werden wir aber nicht ändern können. Oder können wir es ein bisschen ändern? Mal hier runtergehen. Wir müssen halt hier auch die Höhe haben, damit wir dort drüber können. Moment, ich schnapp mir mal die Brücke. Also vom Wasser her ist es kein Problem. Und wir wollen eigentlich nach da, haben wir gesagt. Dann könnte man sogar so hier rüber, dass wir hier vielleicht sogar andocken. Und dann so in Richtung Kopenhagen düsen. Es ist halt eine Killerbrücke. Können wir da nicht vielleicht sogar irgendwie... Nee, da geht's mit den Pfeilern wieder nicht. Schade, diese massive hätte natürlich auch was. Aber die möchte ich gerade überhaupt nicht. Die braucht so viele Pfeiler. Oh, hier. Das würde gehen. Das ist halt, ich gebe es zu, das ist relativ krass. Weil die ist so, wie soll ich sagen, die ist so markant und opulent, diese Brücke. Da ist die fast besser. Die hat wieder was. Die ist wieder moderner. Weiter runter geht halt beim besten Willen nicht. Wenn man hier so mit dem Auto kommt, das, also ich kenne solche Brücken. Allen Ernstes, hier in der Nachbarstadt, da gibt es so eine Brücke, wo die Bahn auch, ja, ist auch eine Bahnbrücke. Und hier mit der Autobahn noch in der Nähe. Und die hat auch die Höhe. Also wenn man hier unten langläuft, naja, die hat auch diese Höhe. Ich mach das. Das ist doch irgendwie eigentlich eh nett. Und was wir hier dann machen, mit dort reinkommen, das schauen wir. Ich würde mal vorschlagen, eine Kurve und dann andocken und gucken, was haben wir für ein Tempo. Dogma. Naja, da bremst es uns wieder. Wenn ich dich mal mitnehme. 2, 3, 3, 3, 3, 2. Hier haben wir nochmal 2. Hier haben wir 150. Habe ich schon gesagt, dass das Bahnhofsbereich ist? nee, das können wir anders machen. Weil wir haben keine Not, dass wir dort jetzt so schnell wieder in die Gleise reinkommen. Hier hätten wir die 200. Ja, lassen wir das mit ein bisschen Kippung sozusagen. Also mit ein bisschen Gefälle. Und dann haben wir hier irgendwo 2, 2, 2. Ja, jetzt passt. Und dann sind wir hier am Gleis. Jetzt ist einmal mehr wieder die Frage, ob das überhaupt das richtige Gleis ist. Es ist das rechte. Das müsste das richtige sein. Jawohl. Bauen wir. Portal habe ich jetzt das andere. Doch, doch. Das ist in Ordnung. Das können wir nehmen. Und ich habe es kommen sehen. Ah, das gibt ein Problem. Okay, das gibt sogar ein Problem mit dem Wasser dort unten. Wenn ich so mache, geht auch nicht wegen dem Pfeiler. Moment, ich... Zieh's mal nach hier. Warum braucht denn die Seite dermaßen viele Pfeiler, wenn die andere mit viel weniger klarkommt? Wir bauen es mal so. Dann müssen die Pfeiler halbwegs passen. Vielleicht sogar hier rüber nehmen. Dann machen wir bis hier hin. Ja. Kann man das nicht so machen, dass die Pfeiler dann im Prinzip identisch sind? Also so aufeinander stehen? Ne, das wird dann tatsächlich nochmal neu berechnet. Wie weit komme ich denn? Ja, hier fängt das Problem an. Und das hört nicht mehr auf bis da hinten. Also ich muss das tatsächlich irgendwo bis hier hin machen, wo eben tatsächlich die Pfeiler dann passen. Jetzt kriege ich es hier nicht mehr ran. Moment. So, ist das in Ordnung? Ja, die Schiffe kommen unten durch. Das ist kein Ding. Und jetzt müsste das eigentlich auch funktionieren. Denkste. Ach, du Grüne. Bis hierhin komme ich. Und dann ist hier tatsächlich wegen der Stadt und der Straße ein Problem. Ja, aber ihr... Ihr ahnt es. Mein Gott. Wir haben hier hinten die halbe Stadt demoliert. Läuft das? Nein. Die halbe Stadt demoliert. Also da werde ich jetzt nicht hier an diesem Dingens scheitern. Dann müssen halt hier die Häuschen weg. Ganz einfach. Oder geht das nicht doch irgendwie? So in ganz kleinen Schritten. Nee, das kriege ich so nicht hin. Bis hierhin geht's. Bagger. Es ist ein Graus. Sehe ich tatsächlich auch so, aber... Es hilft nichts. Muss ich ja nochmal Pause machen, weil die sind dermaßen schnell wieder am Bauen. Jetzt geht's aber. Okay. Und die Straße kriegt er zurück. Kein Ding. Habe ich jetzt... Habe ich das zweite Gleis jetzt auf der rechten Seite? Also auf der richtigen Seite? Doch. Okay, hier runter. Und jetzt müssen wir halt nochmal tatsächlich zurück nach Uppsala und gucken, dass wir denen irgendwie die Straße wiedergeben.
Ich möchte mir das jetzt aber mal kurz ansehen. Ja, sicher sehr modern. Aber natürlich auch relativ nett, wenn dann hier tatsächlich der Zug rüberdüst und hier sowieso die Schnellzüge unterwegs sind. Und die Dampflok natürlich. Hier. Die Dampflok, genau. Seht ihr, eine typische Dampflok? War dann doch der Hybrid. Gut, habe ich irgendwo ein Gleis vergessen? Nein, hier haben wir einen Tunnel. Genau, das geht hier lang. Das passt alles perfekt. Was wir jetzt haben müssen, ist diese Straße. Und die kriegen wir hier auch durch. Hier haben wir eigentlich einen relativ großen Bereich, wo wir langkommen. Mal gucken, wo wir reinkommen. So viel zum Thema, das funktioniert nicht. Okay, weil hier kommt eine Straße rein. Dann kann ich hier keine mehr rausziehen. Ich glaube, das sehe ich soweit richtig. Ja, dann eben nicht. Müssen wir es anders machen. Das würde gehen. Da werden nochmal zwei Gebäude entfernt. Ja, dann werden die halt entfernt. Wir haben hier eine Umfahrung, weil das hier nicht funktioniert. So. Bahn vor Straße. Ganz einfach. Hier natürlich korrigieren. Und man könnte ein paar Bäumchen hinstellen. Wobei, ich glaube, hier bauen sie nochmal. Also da müssen wir nicht irgendwie was machen mit Bäumchen. Das lassen wir. Mal kurz gucken. Haben wir jetzt die halbe Stadt auseinandergenommen? Nein. Ich würde sagen, es geht. Hier haben wir ein bisschen was gemacht. Aber eben, da können sie ja theoretisch auch nochmal was hinstellen. Die sollen sich nicht so anstellen. Die Uppsalianer. Cool hier mit den Zügen. Der Bus hier, der macht hier auch irgendwie, keine Ahnung, einen Bergpreis, versinkt dann im Boden. Was ist das denn? Ach, das ist das Drehdingens. Genau, Drehdingens heißen die. Nein, die Wendeschlaufe. Ja, lassen wir. Das ist schon okay. Das kann ich nicht anders machen. Wir haben hier die Gleise. Gut, hier kommen wir raus. Machen den Bogen hier rüber. Gefällt mir tatsächlich schon relativ gut. Dann sind wir hier hinten. Ja, auf die letzte Etappe. Das ist natürlich alles straight ahead, diesem Gleis folgend. Und hier vorne in Kopenhagen selber müssen wir dann halt schnell gucken, wie wir das genau machen. So, das ist jetzt aber ein relativ schnelles Bauen, weil da muss ich auf gar nichts mehr achten, weil das muss funktionieren eigentlich, wenn daneben ein anderes Gleis ist. Ja, soviel zum Thema, funktioniert eben doch nicht. Okay, machen wir es in kleinen Schritten. Ja, groß rumrufen, da muss ich auf überhaupt nichts mehr achten, aber ist natürlich klar, hier haben wir trotzdem Brücken. Hier haben wir wieder genau das Problem, dass dann teilweise die Pfeiler anders gesetzt werden, wenn man das in einem Stück baut. Und dann haben wir natürlich das Problem, ja, das funktioniert so halt nicht. Das ist hier aber doch noch eine gewisse Strecke, stelle ich gerade fest. Aber okay. Dann haben wir wenigstens auch noch ein bisschen Fahrt vor uns. Das ist ja auch in Ordnung. Vor allem haben wir hier wirklich eine Strecke von der Länge her, wo der Zug auch mal wirklich richtig Auslauf hat. Und nicht immer die ganze Zeit wieder runterbremsen muss. Flughafen. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn hier? Oder wann kommt denn hier das Städtchen? Vor allem müssen wir jetzt hier mal noch gucken, wo wir reingehen. Wir sind hier auf der linken Seite. Das heißt, wir würden hier folgen. Kämen dann hier hin. Drehen uns ein und stellen fest, hier haben wir noch Gleise. Das würde, glaube ich, gehen. Weil hier müssen wir nur wenden. Alles andere ist uninteressant. Einmal wenden und dann auf der Strecke wieder zurück. Es gab noch den Vorschlag, einen Rundkurs zu machen und in die andere Richtung den Stromkollegen fahren zu lassen. Das wäre nett, aber wir haben jetzt schon eine Hybrid-Rundstrecke. Das möchte ich eigentlich nicht nochmal. Das reicht. Und vor allem eben, wir haben halt beim Gütermoloch beim besten Willen keinen Strom. Und wir haben gesehen, den können wir auch nicht updaten. Da müssten wir diesen zweiten Bahnhof, diesen Gütermoloch dezentral, den müssen wir tatsächlich nochmal neu bauen. Deswegen möchte ich das eigentlich lassen. Aber hier, das funktioniert. Das würde sogar, so wie es aussieht, funktionieren in dieses Gleis rein. Man lasse mich schnell gucken. Ja, hier ist tatsächlich auch keiner unterwegs. Ja, dann machen wir das doch. Gehen wir in das rein. Machen zwei Gleise, haben wir hier eine Weiche. Okay. Ich gucke auf die Uhr. Die Folge ist eigentlich rum, aber wir werden das jetzt hier schlicht und einfach noch beenden. So, weil das ist kein großes Gebäude mehr. Habe ich vorher schon gesagt, hat überhaupt nicht geklappt. Und hier haben wir tatsächlich auch schon wieder irgendwie einen Konflikt. Moment. Aha, da haben wir aber einen Konflikt. Warum? Lässt die Röhre... Eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, lässt die Röhre nur zwei Gleise zu? Oder was ist hier nicht okay? So geht's. Machen wir es halt so. Gibt ja Portale, die verwandeln sich dann tatsächlich. Weil sie eben nicht fähig sind, so viele Portale darzustellen. Wo ist mein Gleis? Das ist ja meilenweit entfernt. Hier hin. So. Zack. Okay. Hier schnappen wir uns das hier. Das könnte sogar sein, dass das dieses Portal hier ist. Ich glaube, hier hat man zuerst ein anderes Portal. Und jetzt wurde das sozusagen zurückgestuft. Damit da eben tatsächlich das
Ganze funktioniert. Wenn man das umgehen will, das ist natürlich relativ einfach, dann einfach die Gleise nicht anlegen, dann geht man halt einen Meter daneben rüber. Das kann man natürlich auch machen. Und man kann ja ein Mittelgleis als Hilfe nehmen, das geht natürlich auch. Und das dann wieder abreißen, dann hat man den richtigen Abstand. Das geht auch sauber. Dann brauche ich nur hier noch Kollege Weiche. Ja, dann funktioniert genau die Weiche nicht. Come on, das müsste doch funktionieren. Was ist denn da im Weg? Das sehe ich jetzt gerade nicht. Hier unten ist eigentlich nur Boden. Geht das mit den Pfeilern etc. wieder nicht? Hier geht's. Gut, dann machen wir das doch glatt. Hier ist ja Bahnhofsbereich, da müssen wir nicht allzu schnell sein. Und trara, wir sind angekommen. Unser ICE Diesel Metropolen Express kann dann demnächst losdüsen. Jetzt werden wir in der nächsten Folge die Signale setzen. Also die Linie machen, die Signale setzen. Und dann müsste es eigentlich auch reichen, dass wir dann tatsächlich die Züge kaufen und schon mal ein Stück mitfahren. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss, sagen wir hier mit diesem schönen Zug, der hier durch diesen schönen herbstlichen Wald durchdüst. Eine alte SBB-Lok. Danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.